Enfer! Ich bin noch ein Level aufgestiegen, 46, hab den EP-Bonus immer noch jetzt. Also ich hab EP-Bonus um 9 Uhr angeworfen und jetzt ist, muss ich kurz schauen, 15 Uhr und ich hab den EP-Bonus immer noch. Ist schön, oder? Gut. So. Ja, und ich merke, ich bin extrem stark. Alle haben Angst. Und ich habe einen neuen Bogen, ihr seht's. Hey! Mann, oh! Seid spiefert. So lange gewartet und dann doch zu schnell erledigt. So. Ja. Ja, vorher hat mich eine schwule Barbarin angegriffen. Das hat auch viel Spaß gemacht, sie zu erledigen. Ich bin nicht schwulenfeindlich, aber das geht gar nicht. Ich darf man nicht angreifen als Schwule. Das geht nicht. So denn? Boah! Ich finde immer wie geil. Ja, was seid ihr denn? Klötzli. Da mal ein bisschen einführen. Der konnte nichts mehr machen, es sind alle um ihn. Oh, da. Und er hat keine Chance. Er hat keine Chance. Krass. Ihn da. Noch ein bisschen die Buffs merken, aber sonst ist schon mal gut. Hein? Ach, die Season. Jetzt greift doch mal an, Ritter. Immer die Ritter sind weit hinten. Wieso? Das nützt doch gar nichts. Wir müssen doch aggressiv sein. Ritter, ihr seid unsere Tanks. Also los. Du machst zu wenig Damage. Sehr einfach. Oh, das ist ein harter Gegner. Krass. Ach, ich freue mich so auf Regnen. Genau das habe ich gewartet. Dass ich so mithelfen kann. Nur mit diesen Buffs. Ha, ich mir hat's nicht erwischt. Komm jetzt, Wächter, stirb. Oh. Krax. Du hast mir geholfen, also Krax. So, ein Wächter ist schon mal down gleich. Okay, lass ich mal in Ruhe. Ein bisschen nach oben schießen. Der bekommt aber auch viel Schaden. Er verreckt. Ja, da. Nein, du bist gut geschützt. Komm schon. Knacks. Man hört es sogar. Nicht auf mich. Da müsst ihr halt ein bisschen warten, aber auf mich geht man nicht. Ja, Lümmel. Ihr seid einfach ein Lümmel. Ja, wie die gebufft werden! Es lohnt sich doch gar nicht für die. Sind natürlich alle zurück. Ich hoffe, dass die schwächer sind durch den Buff, sie zurück sind. Ach komm, ey. Ja! Bienenschwamm, das bringt doch nichts. Käferschwamm, genau, Käferschwamm.
So, mal vertreiben, die den angreifen. Den Dunkelelfen. Suicide Quad. Sind alle so ein bisschen. Dingfan. Mano, schau, die greifen immer nur mich an. Aber wir haben keine Chance. So. Ach man, diese. Die haben einfach zu viele Bashis. Das ist. Das nützt nichts anzugreifen. Das ist ja besies. Ja. Ich greife den noch nicht an mit dem. Rostpfeil. Vielleicht ein bisschen streuen, ne? Lohnt sich nicht. Die sind alle immer gebufft. Ganze Zeit gebufft, aber. Ach Mist. Wollte ich nicht abbrechen. Ja, ja, ich sterbe. Die Leute sind einfach zu dumm für eine Belagerung. Ja, das bist du. Normal. Komm jetzt! Mann, diese scheiß Buffs. Die scheiß Stunts sind viel zu lange. Das sind so Feiglinge, hey. Es sind einfach, die größten Feiglinge müssen einfach mich mega lange stunnen und dann so blöd machen und die besten Angriffe einsetzen. Sogar Feuerball hat noch einen eingesetzt. Nun gut. Ach man, ich bin sogar unkonzentriert hier hochzugehen. Dreimal. Ja gut, wohin gehen wir? Nach Samal, ja klar. Naja. Ja, die werden auch hier angreifen sofort. Sie sind einfach zahlenmäßig extremst überlegen. Das ist es. Sie sind nicht gut. Sie haben mega schlechte Spieler. Aber... So, was machen wir? Komm, wir leveln. Nein. Ich will euch nicht schon wieder zeigen, wie ich level. Ja, vielleicht für einen kurzen Moment da drüben, oder? Naja. Bis endlich wieder was los ist. Ja, cool. Wie du stehst, halt alles. Da hast du es. Diamanten bekommt man, ja. Ich wollte kurz noch den Bogen zeigen, aber... Ja, okay. Ganz wenig Mana. Der Bogen ist hier. Den kann man kaufen. Beim Händler in... ja, so ein schwerer Name, Birke, genau. Weil ich immer mit M will anfangen oder so. M-Post besser. Weil das Monsugni hier oben ist, darf mit M, da ist er. Ja, ja. Oh, da hat es auch noch gelb. Diamantrollknauf, Schmuckfehle. Aha. Nehmen wir den noch. So.
Ich lasse den mal. Nimm den heraus und geh zurück. So. Jetzt wird sie ein bisschen ausruhen und wieder hingehen. Das ist ein bisschen stark natürlich. Ich habe jetzt wirklich nicht so gutes Equip. So schnell gelevelt. Wir müssen das mal gehen, hä? Gehen wir eigentlich nachher? Jetzt habe ich schon wieder die Hälfte, das ist so genial. Ich will aber weiter. Kommt Leute, online, alle online kommen. Ich bin zu geizig. Ah, ich rede zu viel. Vorher schon mit meinem Vater geredet. Über die Kätzchen. Heute kamen Videos, so bei euch gestern, einfach später, weil ich so viel aufgenommen habe. Also was ich heute Morgen aufgenommen habe, das ist Wahnsinn. Hm. So, da halt eine neue Sache hier. Ich denke, es ist nichts los. Sayara Diablo. Wahrscheinlich auch Sayonara. Weil für Sayara wegen einfach einem Namen und ja. Sayonara Diablo. Das heißt wahrscheinlich. Ja, einfach. Tschüss, Diablo. So, jetzt können wir handeln. Dann haben wir etwas zu tun. Und. Ja, wir müssen schauen, was noch läuft. Also in Ackersburg möchte ich nicht sein. Die kommen jederzeit. Die wollen jetzt uns sich rächen. Also die wollen rächen. Die wissen ganz genau, dass wir weniger sind. Aber die Leute sind ja nicht schlecht equipped und so. Aber sie sind halt ein bisschen selbstmörderisch und ja. Die Icons sind immer die Debuffer. Die Stunner. Mann, ich bin noch nicht so drin in MMORPGs, deshalb spiele eigentlich sonst nicht viel. Ja, den Runescape, da brauchen wir es dann wahrscheinlich nicht. Bei Teso, also die Elder Scrolls Online, werden wir es wahrscheinlich gebrauchen, aber ja, da kann ich es dann auch wieder ein bisschen besser lernen als hier. Gut, aber MMORPGs ist nicht mein Style. Das ist klar. Also so wie Regnum ist es mein Style. Ich liebe ja RVR. Aber ja, in anderen Spielen ist der RVR so winzig und gar nicht vorhanden. Das ist das Problem. Darum spiele ich so gerne Regnum. Haben sie Menri auch angenommen? Okay. Habe ich irgendwas noch, was ich nehmen kann? Ich habe nämlich auch die den Schmuck ausgetauscht aus dem Ring. Das Amulett. Da war ja ein Ding, aber ich habe hier Ring des tödlichen Blicks noch reingetan. Der haben wir schon gehabt. Genau, und ja, Items habe ich ja so wenig bekommen, habe ich nichts zu zeigen. Cumulus Nimbus. Also manchmal denke ich schon wirklich, die Spieler haben keine Ahnung von ja, Namen auszudenken und machen irgendwelchen Scheiß. Eigentlich könnte ich Ausweichchance noch nehmen, aber ich habe ja zu wenig. Dann nehme ich noch Akrobatik mit, später. Und der Rest, wo ist der schon wieder?
da. Nein. Wo haben wir das letzte Mal geskillt? Hier. Ja. War hier, ne? Gut. Also dann haben wir Beweglichkeit. Machen wir jetzt hier hin. Und so. Ich muss schauen, wenn ich rausgehe, tue ich die zwei umändern. Also, das ist zu nah. Ach komm, nehmen wir das runter, das auf die 8, gut. Das raus. Das hier drüben hin. Das hier. Dann haben wir das hier. Das hier und das hier. So. Ich kann deshalb nicht so viel einsetzen. So, Bogner war ja. Sie hat sie ja geholt. Lilly. Und hier oben haben wir noch Rüstungen vielleicht. 41 ist das rechte. Wo können wir dann holen? Ist dann wirklich im Shop? Wir gehen mal zum anderen Shop draußen. Okay, gehen wir zum anderen draußen. Nein. Relock. Ja, leider. Ich gehe jetzt einfach mal kurz rüber zum Shop und dann gehe ich zum anderen Shop, der am Bind ist. Und mal schauen, was wir dann machen können. Es gibt leider keine Quests. Ich könnte mal in Ding Mondsognier holen. Suchen. Es müsste doch langsam eine Quest wieder geben. Oder war das jetzt die letzte? Ich glaube, in Ignis war das auch irgendwie die letzte. Nein, es gibt sicher noch. Ah, auf jeden Fall schon Level 46, das ist doch toll. Dann kann das Let's Play so richtig cool losgehen. Und ich merke, ihr wollt es natürlich auch. Es kommen immer mehr Zuschauer und sie bleiben länger und so. Das ist wirklich super toll. Jo. Und ich freue mich auch auf die ersten richtig nützlichen Kommentare. So Hilfchen, kleine Tipps und so. Und irgendwas, was, ja, Vorschläge oder so, kommt sicher bei. Aber es ist bei jedem YouTuber so, wenn er klein ist, da kommt so wenig. Das ist klar, die ersten müssen erst kommen, dass die anderen dann mitmachen. Ist da irgendwie etwas anders? Ja, nicht ganz. Sieht nur so aus. Oder? Wird immer verbrennt. Von wem wirst du verbrennt? Da ist 24 Maximum. Mal zum Händler gehen. Und dann zum Schneider. 38. Puh. Also liebe Entwickler, liebes NGD Studios, ihr seid ja gute Entwickler, aber ihr habt irgendwie 2010 aufgehört mit Entwickeln. Und dann habt ihr gesagt, ihr macht weiter und ja, man sieht's. Es ist nichts geworden aus dem. Ja? Jetzt, wo ist der Schneider? Ich war hier ja fast noch nie. Irgendwo da oben oder so auf der anderen Seite. Das ist die, ja,
Da ist aber auch ein Bogen. Schauen wir hier mal. 42, immerhin. 40, schade. So, wo ist der Schneider? Da hinten irgendwo, da oben. Das ist ein Schmied. Da oben ist nichts. Oh, ich weiß es nicht mehr. Man kann es einfach nicht merken, weil es irgendwie nicht so so wichtig ist. Man sucht es halt dann einfach immer wieder. Da. Nein, das ist der Magiehändler. Help me. Es ist wirklich niemand hier. Da ist der Ritter drin. Da hinten war ich noch nie. Da oben ist etwas. Mal kurz hier unten. Ist nix. Da hinten war ich wirklich noch nie. Die Bibliothek. Gibt es eine Quest hier? Da gab es eine Quest hier und ich habe es einfach nicht mehr gewusst, dass ich hier war. Das ist jetzt eben diese. Nein, das ist der richtige. Gut. Ich dachte, das wäre wieder der Magiehändler. 43, aber. Ha! Das sind noch Jäger. Nein, das sind Jäger. Baba. Ja, die bekommen natürlich gute Sachen. Nein. Ich will Jäger sein. Ich werde Jäger und werde extrem viel Equip mit Scrolls. Mit MF Scrolls erhandeln. Bin ich der beste Jäger im Lowland. Oh je. Nein, nein. Ist unfair. Also hier ist auch nichts. Gut. Dankeschön. Ich bekomme keine Quests. Ich mache den ganzen Part einfach mal nicht viel. Naja, gut. Der Anfang war ja spannend. Bis es eben gekippt ist. So blöd die Leute auch sind. Sie haben es einfach noch blöder gemacht. Hallo Gasser. Bist du der Gasser? Also, eben die Magnetenquest können wir noch nicht machen. Sollen wir noch zu Hauptstadt gehen? Hier kann ich eben nicht rein, das haben wir ja. Ja, wir bekommen einfach keine Party über dafür. Die anderen wollen nicht von der Gilde. Vom Clan. Tja. Nun gut, gehen wir mal kurz nach Hauptstadt. Halt, oder ist noch ein. Schade, dass wieder einfach auf plötzlich nichts mehr los ist. Alle gehen einfach raus. Da kann man nicht richtig aufnehmen. Da wünsche ich mir einfach eine Community, die an gewissen Zeiten einfach dann Zeit haben und dann kommen und dann kann ich perfekt aufnehmen, aber ja, wer macht sich schon die Mühe? Super Fans dann, ja. Aber nicht Zuschauer, die mich erst kennengelernt haben und so. Das ist das Problem. Was? Die lesen United. Was heißt denn das? United. Ich will mal kurz schauen, dieser Troll, der da ist. Ist gelb. Ich will den mal erledigen mit der Party. Und wir müssen zuerst mal kommen, ein paar. Bei der Arena war ich mit euch, glaube ich, schon oben. Ist ja nicht spannend. Es gibt halt keinen, der mit mir PvP machen will. Außer jemanden, der überlegen ist, natürlich. Oh, cool.
2 Magneten. Ja, hat sich gelohnt. So, Dille. Hier ist sicher auch nichts. Früher hatte man immer so Hilfen, ja, da die Quest kommt dann und so. Aber heutzutage hat man da nichts mehr. Regnumonline.de ist wahrscheinlich schon seit 2010 weg. Weil sie auch gemerkt haben, dass die Spiele weggehen, wenn es keine Updates mehr gibt. Jetzt gibt es zwar noch Updates, aber ja, das sind meistens solche, die Itemshop-Preise senken oder sonst irgendwas. Also, noch 5 Minuten. Ja, gehen wir mal zum Shop. Und die nächsten Parts kommen dann. Wenn ich mal etwas wieder finde, was spannend ist draußen. Ein schöner Kampf. Nee. Das ist Rip. Den kenne ich noch nicht. Ist auch wieder einer, der sich irgendwie hochgeapescrollt hat wahrscheinlich. Ich habe noch 9000. Können vielleicht noch einen Ape-Scroll einsetzen, wenn der Buff weg ist. Ja, 200. Ist eigentlich recht günstig. Die Dinge sind ja aus. Ja. Ich denke schon, wenn jetzt kein Fenster mehr offen ist. Da habe ich gleich mal noch Glück gehabt. Ich habe es am Nachmittag am Sonntag gekauft. Da hatte ich den Bonus noch. Also mehr Ximerin bekommen. Und günstiger eingekauft. Auch schon ganz schön. DS Payson, der ist auch irgendwie neu. Schon lange nicht mehr online gewesen oder so. Aber so AFK hinter dem Tor zu warten ist jetzt nicht so toll. Geh ins Gebüsch und nicht auf den Baumstamm. So, meine Geister. Ich gehe an euch vorbei und gehe zu der lieben, kleinen, süßen Dame. Oh, die Geister, sie sind sowas von leblos. Ach, was ist denn los mit dem? Hat jemand überhaupt Interesse? Ja, genau, fragt. Stefan fragt sich auch. Mit Doppelfragezeichen, also bitte. Jetzt läuft's. Ah, ich hab doch irgendwo einen. Nicht so ganz so hoch, aber ich muss doch auch mal ein bisschen. Ach. Andere Leute bekommen wahrscheinlich einen Steifen dafür und übel. Ich habe nicht mal irgendwas. Nur wenn eine schöne Frau vorbeiläuft, dann habe ich vielleicht einen Steifen, aber sonst nie. Ich kann ihn gut beherrschen, das ist das Wichtigste. So. Oh, süße Wespe. Ein Wespchen. Ja. Oh, aber Kristallring. Heißschlag, Gesundheit. Klassenattribut. Altering. Härtering. Brillantring, stumpfer Schaden, plus 12, Chance auf kritische Treff. Das ist aber so teuer. Zauberspruchdauer.
gezoomt hat. Haben die anderen auch Ringe, ne? Das ist der einzige. Dann habe ich ihn nie gefunden. Duell. Was ist denn, wo sind denn die 46er? Frechheit. Und hier? Oh, jetzt ist schon 30. Auch 45er. Okay, ja, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part und dann wieder auch ein bisschen spannender. Jo, ah, sieht das geil aus. Schaut euch mal das an. Oh, krass. Alt plus S. Ah, danke. Jetzt hab ich's. Ich hab's rausgefunden. So, Dilly. Da noch ein bisschen Gestein und eben, ja, ich habe mich ja schon verabschiedet. Auf Wiedersehen, euer Drago Basler und 5 Magneten, ja, cool. Weiter geht's, ja, eben, habe ich ja schon gesagt. Also, tschüss.